Sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Von den ersten mutigen Schritten ins All bis hin zur modernen Raumfahrtmission, die die Grenzen unseres Verständnisses sprengen. Die Geschichte der Raumfahrt ist eine Geschichte von Innovation, Mut und grenzenlosen menschlichen Streben. Die Geschichte der Raumfahrt beginnt in den kühlen Weiten des Kalten Krieges, als die Supermächte der Erde, die USA und die Sowjetunion, einen Wettlauf ins All begannen. Dieser Wettlauf würde die Technologie revolutionieren und unser Verständnis des Universums für immer verändern. Am 4. Oktober 1957 schockierte die Sowjetunion die Welt mit dem Start von Sputnik 1, dem ersten künstlichen Satelliten. Sputnik sendete einfache Radiosignale, die rund um den Globus zu empfangen waren. Ein symbolträchtiger Schritt in ein neues Zeitalter. Nur einen Monat später schickten die Sowjets Sputnik 2 mit Laika an Bord, das erste Lebewesen ins All. Das Video zur traurigen Geschichte von Laika blende ich euch am Ende des Videos und hier oben als Infokarte ein. Diese frühen Missionen waren mehr als nur politische Siege, sie waren technologische Durchbrüche, die den Grundstein für alle zukünftigen Raumfahrtbemühungen legten. Am 12. April 1961 schrieb Juri Gagarin Geschichte, als er an Bord von Vostok 1 als erster Mensch die Erde umkreiste. Sein Flug dauerte 108 Minuten und bewies, dass Menschen im Weltraum überleben können. Die USA reagierten schnell mit der Mercury Redstone 3 Mission, bei der Alan Shepard am 5. Mai 1961 als erster Amerikaner in den Weltraum flog. Diese Heldentaten markierten den Beginn einer neuen Ära in der Raumfahrt. Diese frühen Erfolge legten den Grundstein für ambitioniertere Ziele. Der nächste große Sprung war der Mond. ...1961 setzte US-Präsident John F. Kennedy ein kühnes Ziel. Die USA sollten noch vor dem Ende des Jahrzehnts einen Menschen auf den Mond landen und sicher zur Erde zurückbringen. Am 20. Juli 1969 erfüllte die Apollo 11 Mission dieses Versprechen, als Neil Armstrong als erster Mensch den Mond betrat und die berühmten Worte sprach: "Ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein riesiger Sprung für die Menschheit." Die Apollo-Missionen lieferten unschätzbare wissenschaftliche Daten und inspirierten Generationen. Die darauffolgenden Apollo-Missionen erweiterten unser Wissen über den Mond erheblich und demonstrierten die Fähigkeit der Menschheit, wiederholte Reisen zu unseren natürlichen Satelliten zu unternehmen. Nach dem Apollo-Programm verlagerten sich die Bemühungen der Raumfahrt auf den Aufbau und die Nutzung von Raumstationen. Skylab, die erste Raumstation der USA, und die sowjetische Raumstation Mir, die erste dauerhafte bemannte Raumstation, legten den Grundstein für zukünftige Langzeitmissionen im All. Die Internationale Raumstation, ein gemeinsames Projekt von NASA, Roskosmos, ESA, JAXA und CSA, ist das größte von Menschenhand geschaffene Objekt im Erdorbit und dient als Labor, Werkstatt und Zuhause für Astronauten aus aller Welt. Die ISS ermöglicht bahnbrechende wissenschaftliche Experimente in der Schwerelosigkeit und fördert die internationale Zusammenarbeit im Weltraum. Das 21. Jahrhundert brachte den Aufstieg privater Raumfahrtunternehmen wie SpaceX, Blue Origin und Virgin Galactic. SpaceX unter der Führung von Elon Musk hat mit der Entwicklung wiederverwendbarer Raketen die Raumfahrt revolutioniert und plant ehrgeizige Missionen zum Mars. Blue Origin und Virgin Galactic zielen darauf ab, den Weltraumtourismus zu ermöglichen, was den Zugang zum Weltraum für die allgemeine Bevölkerung öffnen könnte. Diese Entwicklungen markieren den Beginn einer neuen Ära, in der der Weltraum nicht nur für Regierungen, sondern auch für Privatpersonen und Unternehmen zugänglich wird. Die Geschichte der Raumfahrt ist eine Geschichte des ständigen Strebens nach neuen Horizonten. Was vor wenigen Jahrzehnten wie Science Fiction schien, wird heute zur Realität. Die Zukunft der Raumfahrt verspricht noch aufregendere Abenteuer und Entdeckungen, die die Menschheit weiter ins Unbekannte führen werden.
Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, vergessen Sie nicht zu liken, zu kommentieren und unseren Kanal zu abonnieren. Teilen Sie uns Ihre Gedanken über die Zukunft der Raumfahrt in den Kommentaren mit. Bis zum nächsten Mal und behalten Sie immer die Sterne im Blick.